Liebe Grüße aus dem Audidom, ihr Lieben. Ich nehme euch heute mal mit behind the scenes an einem Euroleague-Spieltag. Und da ist immer ganz schön viel los. Ich bin nämlich als Field Reporterin unterwegs und was das heißt, zeige ich euch heute. Ungefähr anderthalb Stunden vor Tip-Off, ein bisschen mehr, kommen die Jungs hier am Audidom an. Ich stehe hier vor dem Spielereingang und ich will mal schauen, wen ich so heute für euch abgreifen kann. What's up? Nachdem die Jungs angekommen sind, geht es dann für mich los. Sascha Bandermann macht hier heute auch noch ein bisschen Quatsch, will die Kamera übernehmen. Nice. Und dann geht es für mich aber richtig ans Werk. Vor dem Spiel habe ich nämlich immer beide Coaches am Mic. Da sind sie immer noch gut drauf. Da frage ich immer so, was sie vom Spiel und vom Gegner erwarten. Frage auch nach Kader-Updates und so weiter. Vielen Dank, Oscar. Das hat natürlich auch noch einen ganz smarten Spruch für Oscar da Silva im Ärmel. Schön. Ja, und dann bin ich erst in der zweiten Halbzeit wieder dran. So, meine Interviews in der Mixzone sind jetzt fertig, die Pre-Game-Interviews. Und die Jungs machen sich schon hinter mir jetzt warm. Schon, dass ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe bis Tip-Off und nehme euch deshalb einfach mal ein bisschen mit durch den sogenannten Umlauf. Guck mal, was ich hier von Fanmassen schon finde und ob es auch ein paar coole Aktionen gibt. Let's see. Selbstverständlich gibt es ein paar coole Aktionen. Ihr könnt zum Beispiel eure Wingspan mit Freddie Gillespie vergleichen, entweder shoppen oder ein Bierle trinken. Ihr müsst auf jeden Fall mal hier beim Audi-Stand vorbeigehen. Ihr könnt nämlich Tickets gewinnen, Kurzzeit-Tickets. Und das sind meine Boots. Moin. Multiball ist auch neu bei uns, da könnt ihr eure Skills testen. Bei dem Kollegen läuft es auf jeden Fall. Und weiter geht's und zurück in den Dome. Hi Kili. Tschüss. Hi Coach. Hat er nicht gecheckt. Jolle. Ben ist auch am Start, freuen wir uns. Und die Jungs machen sich heiß auf das Spiel. Okay, Andi, was machst du? Keine Ahnung, was die Jungs da gesagt haben, aber jetzt geht's los. Kili übernimmt. Ben ist auch ready, so ready. Othello geht nochmal in sich. Ein kleiner Fokusmoment und dann geht's auch schon los. Bei Euroleague-Spielen sind natürlich auch immer besondere Gäste da. Also, Servus Uli. Dann gibt es noch die Hymne. Und ich setze mich dann mal auf den Platz. Ich muss zugeben, ich hatte mal einen ziemlich nicen Platz da genau vor der Südkurve. Kurzzeit sozusagen, damit ich auch alles genau mitbekomme, mir ein paar schlaue Notizen machen kann, damit ich dann in der Halbzeit auch ein paar smarte Fragen stelle. Ben hat die Crowd im Griff. Laola.
Glückwunsch. By the way, haben wir eine neue Dancecam und wie ihr sehen könnt, kommt die wirklich ganz gut an. Da habt ihr wirklich alles gegeben. Macht zum Schluss nochmal einen frisch hier. Nice. Und ja, wie ihr sehen könnt, 73-84 geht das Spiel natürlich nicht so aus, wie wir uns das wünschen. Aber trotzdem nehmen sich die Jungs natürlich immer Zeit für euch. Nach dem Spiel gibt es nicht nur Handshakes mit dem gegnerischen Team, sondern auch mit euch. Und Lucho macht auch ein paar Fotos. Wie sich das gehört. Hinter mir könnt ihr sehen hier unter anderem die Kinder vom Mann des Spiels heute. Das war Augustin Rubit. Die haben auf jeden Fall eine gute Zeit. Ihr hattet auf jeden Fall eine gute Zeit. Die Dance Battles waren auch der Hammer. Das Spiel ist leider nicht so ausgegangen, wie wir uns das gewünscht haben. Aber am Donnerstag haben wir die nächste Chance hier im Audidom gegen Milan. Und da geben die Jungs natürlich nochmal Gas und wir nehmen euch wieder mit. So, zweiter Tag unserer Euroleague-Woche, heute gegen Milan. Hier trainieren gerade noch Izzy und Emilio, bevor es losgeht und bevor alle kommen. Wir sind auf jeden Fall ready. Ich nehme euch wieder mit. Und zwar mit in die Stadionregie heute. Hier oben passiert der ganze Zauber, den ihr zum Beispiel auf dem Videowürfel seht. Die Dance Battles hatte ich schon angesprochen. Und da sitzen unsere beiden Masterminds. So, und ich mache natürlich die Interviews für die Euroleague. Das heißt aber, dass Magenta Sport ja auch noch am Start ist. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie die hier an so einem Spieltag eigentlich arbeiten. Moin Jan! Oh. Und das sind die beiden, die ich mir jetzt vorknüpfe. Okay, Markus und Dennis habe ich jetzt hier am Wickel sozusagen. Ihr habt einen ziemlich guten Blick hier auf das Spielfeld, muss ich sagen. Was glaubt ihr denn, wie es heute ausgeht? Das ist ein tough one, ne? Sagen, die Bayern sind klarer Außenseiter gegen Mailand, auch weil Rubit nicht spielt. Beide Teams unter Druck, Dennis. Natürlich hoffen wir auf ein enges Spiel und dass vielleicht irgendeiner hinten raus irgendwas rausbringt für die Bayern. Du bist schon wieder viel zu analytisch. Ach so. Ich komme mehr über die Emotionen. Der Knoten, der platzt heute. Bayern haut einen raus. Wir gewinnen das Ding. Dann hauen wir mal einen raus und starten jetzt ins Spiel. Markus, also jetzt voll im Fokus da oben. Und Konzi und Jamal auch. Die beiden sind wirklich oft am Start. Sind so cool. Schaut sie euch an. Für kein Foto sind sich die beiden zu schade. Und jetzt werfen wir einen Blick auf unsere Jungs. Ich mache hier noch schnell die letzten Notizen, bevor es nach diesem Herzschlag-Finale zu den Interviews geht. Leute, was für ein Game. Viel heftiger hätte man es wirklich nicht machen können. Nervenkitzelt bis zur letzten Sekunde, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Ja, wir versuchen jetzt die Jungs wieder aufzubauen und sind natürlich ready für das nächste Spiel. Ihr drückt den Jungs weiter die Daumen und freuen euch, wenn ihr wieder hier im Audidom seid. Bis dann.